Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Diablo 4. Mit dabei sind Tobi und Neo. Ach so. Ja, doch schon. Tobi bin ich. Ja, wie soll ich die Zu sonst nennen? wissen. Weiß ich Den nicht. Erlauchten. Agent T. Nee, ich glaube, das klingt wieder zu sehr, als dass ich die Folge wieder nicht ab 18. Na, aber egal. Ich dachte, das wäre dann Agent C. So, wir machen übrigens gerade hier einen Dungeon in Kyovashad. Das C steht für Penis. Falls ihr euch wundert, ich muss ja noch den dritten von diesen Dungeons fertig machen. Und hier ist halt, ich kann aber tatsächlich mal ein paar Monster, wo auch XP geht. Genau. Grammatik am Eingang, Umstände halber abgegeben. An der Garderobe. Zu treuen Händen. Zu treuen Händen. Ja, witzigerweise hatte ich meine Sprache wieder erlangt im Laufe des Abends, also okay. Ich bin gerne deine Garderobe. Oh, wunderbar. Ne? Ich also, hänge mich dann an dir auf. Ist gar kein Problem. Bei mir ist da, ja, das können wir gerne so machen. Bei mir ist deine Grammatik gut aufgehoben. Wunderbar. Da schwöre. Da freue ich mich. Martin, du spielst ja auch ab und zu bei den Twainsim, ne? Mhm, vorhin noch. Weißt du, was der Standard, die Standardbelegung für einen Siefer ist? Steuerung Enter. Also okay. Die Enter auf dem Numblock. Ich weiß nicht, ob die andere auch klappt. Ja, danke. Warum setzt du eine Enter auf deine Tastatur? Weil ihr mir die ganzen Enten verhauen habt. Grüße gehen raus. Okay. Wir haben letzte Folge über die Season gesprochen. Genau. Und es ist ein bisschen depressiver geworden, als ich das eigentlich wollte. Aber früher wird alles besser, nein, später wird alles besser oder so. Was gibt's noch in der Season? Herzen. Das klingt jetzt schon irgendwie wieder ein bisschen makaber. Ja, ich stehe drauf. Also ich meine, was können halt, die? Ja, das weiß ich noch nicht. Aber okay. bis jetzt meiner Meinung nach nichts. Also pass auf, es gibt. Ich passe. Es gibt gewisse Gegner, wenn du die tötest, dann hinterlassen die quasi ein boshaftes Herz. Wenn du das dann beschwörst, dann kommt nochmal eine stärkere Version des Gegners und droppt dann halt so einen Herzedelstein, hier so ein Teil. Okay. So, und die haben halt Effekte. Eingesperrtes Herz der Streumunition. So. Aha. Und die Farbe bestimmt dann, in welche der Sockel du die reinpacken kannst. Okay. Und der Effekt ist halt der da steht. Und bis jetzt habe ich halt noch keinen großen Effekt feststellen können, der halt irgendwie einen spürbaren Unterschied im Gameplay gemacht hat. Also du bekommst auch normal solche Gems oder so, die du da reinsockeln kannst für bestimmte Effekte. Genau, normal sind es halt die Edelsteine, für die Season sind es halt diese Herzen. Die werden halt auch exakt für diese Season da sein und dann nachher wieder weg sein. Also die sind ersetzt worden dadurch, die Standard-Mechanik. Es gibt auch Standard-Edelsteine. Okay, also die sind erweitert einfach um diese speziellen, ich nenne sie jetzt Edelsteine. Genau. Die du dann stattdessen da reinpacken könntest, wenn du wolltest. Und ja, die nicht sind statt, nee, nicht, nicht, nicht stattdessen. Zusätzlich so auf diese Edelsteine drauf, oder was? Nee, stattdessen. Also es gibt halt Items, die halt so Slots haben für die Dinger. Und es gibt Items, die haben keine Slots für die Dinger. Ich zeige dir das also mal gleich, wenn ich hier gerade nicht in dem Bossfight bin. Also ich finde es aber schon, du könntest es mir im Bossfight zeigen. Mhm. Um einfach mal zu demonstrieren, wie krass du bist in diesem Spiel. Wie krass schlecht ich bin. Hm. Ich bin so stolz auf dich, mein Sohn. Sehe ich den Punkt. So, pass auf. Ich passe. Das hier sind die normalen Sockel. Sexy. Siehst du ja da unten. Da steht ja leerer Sockel unten rum. Ja. So, und hier ist halt leerer, brutaler, boshafter Sockel. So, da kann ich keine normalen Edelsteine reinpacken. Da müsste ich jetzt ein brutales Herz haben. Du siehst, das hier ist jetzt hier ein. Das ist ein boshaftes Herz. Das sind die orangen. Den du in den Pädagogensockel da packen kannst. Genau, richtig. Und das hier, da ist jetzt ein verschlagenes Herz, die lilanen. Also die drei Typen gibt's. Und die Sockelfarbe muss halt passen. Oder du hast ein zorniges. Die passen dann alle. Aber das hier könnte ich jetzt nicht hier unten in diese normalen Edelsteinsockel reinpacken. Und wenn ich einen normalen Edelstein habe, kann ich den auch nicht in einen Herzsockel packen. Okay. Okay. Also sind die einfach, haben die einfach so uninteressante oder schwache Effekte oder ja, was? Also die sollen halt schon relativ
game-changing werden, wenn die halt hinterher höher levelig werden. Da kann ich dir aber nichts zu sagen, ich bin halt Level 37. Okay, okay. Aber du hast schon welche davon gefunden, so ab und zu mal. Ja, ja, ja. Also du wirst auch durch eine Quest an die Season rangeführt und du kriegst dann halt so mit. Aha. Was da alles so Phase ist, die Quest läuft auch tatsächlich noch. Also hier könnte man die weitermachen. Okay. Aber hatte ich bis jetzt irgendwie keine Lust zu. Weil ich halt erst die ganzen ganzen anderen Quests machen wollte, im Sinne von, dass ich halt meine Tränke voll kriege. Weil nur mit 3 Tränken oder so hier durchlaufen, ist halt ziemlich unschuld. Ja, das glaube ich ja. Weil du siehst ja, der Schaden ist halt teilweise dann doch recht schön. Und ich meine, ich spiele halt auch eine Klasse, die halt im Prinzip Glas kennen muss. Mein Jäger ist jetzt kein Tank. Klassischerweise. Frech. Ja, schick. Mag ich. Was gibt's noch? Ja. Ah, cool. Apfelkuchen. Ich glaube tatsächlich, das war's an inhaltlichen Änderungen für die Season. Kein Apfelkuchen. Ja. Literally unplayable. Dann bin ich ja, raus. Ja gut, ich meine, man muss jetzt auch sagen, es ist halt die erste Season, da ist glaube ich jetzt nicht so wahnsinnig. Also wir sind halt gerade noch mehr dabei, auch Bugs zu fixen. Haben die Season denn on launch? Oder? Nee, 6 Wochen später. Also die ist jetzt seit 2 Wochen? 1,5 Wochen? Hm? Und die läuft dann halt für 3 Monate. Ah, die kann nicht ändern. Weil Voraussetzung, dass du wirklich die Season-Inhalte spielen kannst, ist sowieso, dass du die Kampagne immer durch hast. Mhm. Und dafür hat man halt die Zeit bis zur ersten Season gehabt. Weil wenn du einmal mit der Kampagne durch bist, kannst du ja auf allen nachfolgenden Charakteren die Kampagne skippen. Ah, okay. Weil so hat es auch schon in den Vorgängern funktioniert, weil das ist halt, und sonst ist es halt, du hast halt immer 20 ja, Stunden Offset, wenn du einen neuen Charakter machst, das ist halt doof. Ja, das hätten sie damals in Borderlands gebraucht. Aber gut. Das war ja auch irgendwie so der um mich da nochmal drauf aufzuregen, so der größte, das größte Problem, was man mit dem Spiel hatte, weil es ja einfach das so die Kampagne gehabt, die du spielen konntest, und dann hattest du halt das Late Game mit dem ganzen optimierten Gear und sowas, und wo du dann auch noch ein bisschen auf Gruppendynamik achten konntest und musstest, was ganz cool war. Aber der Weg vom einen zum anderen war einfach die Kampagne insgesamt 3-mal durchzuspielen. Und dann warst du teilweise immer noch nicht Maximum Level. Ja, ich erinnere was mich halt daran, schon, dass wir hatten das ja mal gemacht. Genau, was hat schon echt einen Dämpfer auf den Spielspaß teilweise gepackt. Da hatte ich ja irgendwann auch wieder keinen Bock mehr, weil das Spiel einfach nicht, die Kampagne trägt halt das Spiel nicht. Ja, halt ein Playthrough. Und dann. Ja, wenn du großzügig rechnest, ja. Ja. Mir hat er schon einen Playthrough nicht getragen. Also ich habe bis heute nicht einmal Borderlands 2 durchgespielt. Nicht? Oh, was? Schande über dich, Schande über deine Kuh, Schande über deine ganze Familie. Ich richte das gleich auseinander. Finde ich gut. Naja, aber das war halt dann auch irgendwie so ein bisschen der Grund, weshalb ich das dann, oder weshalb ich das dann mit Julian und Bell nicht weitergespielt habe. Weil wir halt einfach auf der Hälfte des zweiten Playthroughs keinen Bock mehr hatten. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Das ist schon ganz cool, dass das dann in den Diablo jetzt nicht so ist. Mein ganzer Kampagnen-Playthrough dauert halt in Diablo auch mal locker 15 Stunden, wenn du halt weißt, was du tust. Oh, ist knackig, ne? Und wenn du weißt, was du tust und wirklich nur die Quests machst, dann kommst du auch wahrscheinlich in weniger Zeit durch, aber der Punkt ist halt, dann bist du halt wieder unter Level. Ja, aber es halt auch nicht so das Wahre ist. Ja. Und dann macht die Sache halt auch nicht besser. Aber wobei ich jetzt auch mal sagen muss, ein Problem mit dem Schwierigkeitsgrad gab es jetzt halt nicht in dem Spiel. Weil die Kampagne war halt auf einem sehr fluffigen Schwierigkeitsgrad. Also das war fast teilweise schon zu einfach. Wenn du dann halt ins Late Game übergehst und dann halt plötzlich den Spike hast im Final Dungeon, das merkst du dann schon. Das ist dann auch wieder kein Zeichen von gutem Balancing. Aber wie gesagt, kann halt auch einfach wieder dran liegen, dass ich halt mit der falschen Klasse gespielt habe. Barbar ist halt Solo immer so eine Sache, weil du halt ja eigentlich mehr so ein Tank-Mensch bist. Wenn du das Wobei also es ja eigentlich doch noch ein Singleplayer-Spiel ist, oder nicht? Ja, so kannst du auch mit allen Schaden machen und so weiter, aber du musst halt beim Barbar musst du halt gucken, da gibt es glaube ich 2-3 Builds momentan, ne? Die halt irgendwie Sinn ergeben. Das ist dann natürlich auch irgendwie wieder so, wenn ich halt googeln muss, was überhaupt der Viable Build ist, damit ich halt nicht 5 Stunden rumprobiere.
Das ist ein bisschen tragisch. Ja. Irgendwie. Also, ich meine, ich habe halt schon viel Bock auf sowas, aber ich habe halt endlich Zeit. Das ist ja schön, dass du endlich Zeit hast. Weil der Punkt ist endlich. Halt, ja. Endlich hat er Zeit. Nur der Punkt ist halt auch einfach, ne, wenn du halt nicht weißt, was jetzt gerade gut ist und was nicht. Kann sowas dann kannst du dich auch mal ganz schnell in die Ecke bauen, ne? Ja gut, das ist halt nicht so schlimm, weil du halt kannst ja halt komplett den alle Skillpunkte kannst du jederzeit resetten. Kostet das halt ist Geld. Gut. Kostet halt Geld. So. Geld ist die Ressource, wo Diablo 3 ein bisschen knauserig macht. 3 oder 4? 4. Okay. 3 nicht. 3, nein. Da pinkst du nicht. Da brauchst du es auch. Kann man das noch leben? Ich hab nicht genug Energie. Dahin vegetieren. Am Rande der Existenz vor sich hin krebsen. Ja, also wenn du guckst hier, ich spiele den, also den Charakter spiele ich jetzt auch schon eine Zeit, ich habe jetzt hier knapp 250.000 erst, ne? Wenn ich jetzt mir die Level alle erstatten lassen würde, wird das kosten gerade 24.000, also knapp 10%. Das geht. So, das geht aber noch hoch. 3 ist. Ne, weil ich bin noch nicht voll Level. Also ich habe ja noch 13 Level to grind. Und danach gibt es ja Paragon-Punkte, die kosten ja auch ja was zum Zurücksetzen. Also. Ist wie gesagt alles noch nicht ganz da, wo es sein soll. Ich empfinde das aber auch wie gesagt nicht als schlimm, weil das Spiel hätte noch Zeit. Ich bin noch nicht bereit. Oh, Feuereffekt auf dem Boden. Immer gut, der Klassiker. Zack. Guck, haben wir den Dungeon doch abgeschlossen. Wundervoll. Sagt er, nachdem er den Dungeon abgeschlossen hat. Ich bin noch nicht bereit. Ja, ich hab halt gedacht, hier wäre noch irgendwo eine Kiste oder irgendwas. Das war jetzt ein ziemlich unspektakuläres Dungeon abgeschlossen. Ja, schon eine Mogelpackung. Geh nochmal hier oben lang. Halt ist hier noch. Meine Zweifel, mehr Gegner. Ne? Mehr Gegner, mehr Erfahrung, alles gut. War da nicht auch noch einer in dem Käfig, Tom Ecke? Ja, jetzt jeden Gegner brauche. Und? Jetzt ist aber wieder ein Legendary, dann kann ich aber poppen. Wir gucken. Ein ganz normaler Gegner. Ein ganz normaler Gegner. Endlich mal total normale Leute. Endlich. Zack. Also das Fähigkeitenset vom Jäger finde ich schon ganz cool. Gerade dieser Fallenschießstil, der macht schon Bock. Das ist ja für dich als erfahrener und professioneller Camper. Ja, ich komme da sehr gut mit klar. Schon irgendwie das Kern-Gameplay-Feature, ne? Ich kann mich da gut mit identifizieren. Ne? Finde ich. Wenn ich denn was spielen wollte, wo einfach nur Scheiß in die Luft fliegt, das würde ich spielen. Da bist du beim Totenbeschwörer. Finde ich gut. Was hab ich jetzt gerade für ein Achievement freigeschaltet? Werwolfsschlechter. Tötet 1000 Werwölfe. Da jetzt nur ein Totenkopf hier ausgefüllt ist, ich befürchte fast, dass es dann noch eins gibt mit tötet 10.000 Werwölfe. Ja, das ist dann Werwolfs besser. Mhm. Unter Monster vielleicht. Monster. Bitte nicht, sonst kriege ich schon wieder den Ohrwurm von 5.000 und 10.000. Jo, alles klar, gibt es. Ja, moin. Es dauert halt noch still. Ja, wie gesagt, die Achievements sind ja auf lang ausgelegt. Ist ja alles gut. So soll es ja auch sein. Also 100% Achievement macht ja sowieso kein Mensch in Diablo als Idee. Ja, das ist ja hoch selten, dass du halt mal jemand hast. Oh, ich geh jetzt Platine mal eben hier Diablo. Echt? Ja, selten. Ja,
natürlich. Weiß nicht. Gibt halt Menschen machen die wunderlichste Scheiße. Ja, halt jetzt auch nicht, dass du so wunderlich bist. Ist halt schon ein Ziel, das du haben kannst. Aber es ist halt jetzt auch mal nicht mal eben so nach dem Motto, ja, ich mache jetzt hier irgendwie eine. Nimm mir ein Story-driven Action-Game oder so und mach da 100%. Das geht meistens besser. Stimmt. Ich meine, selbst die 100%-Runs für die Dark Souls-Titel sind ja nicht so schlimm. Ach, guck mal, hier haben wir ein Beispiel für die Herzen. Das war jetzt ja so ein Zwischenboss. Und jetzt hat der hier so ein boshaftes Herz droppen lassen. Oha. So, das kann ich jetzt da aktivieren. Dann kommt er quasi nochmal in einer stärkeren Version. Und wenn ich den dann besiege, dann kriege ich tatsächlich so ein Herz, das ich mir dann sockeln kann. Cool. So, deswegen bereiten wir uns mal eben vor. Campen den ein bisschen tot? Ein bisschen wird gut, ja. Haben die da noch krasse Mechaniken oder sowas? Oder? Bis jetzt habe ich wenig gesehen. Sind die einfach nur knackig? Also ich sag mal, spätere Bosse haben durchaus Mechaniken gehabt. Ja gut, stimmt, ich vergesse, dass du ja noch... wo war es jetzt? 37 oder was? Ja, also das Ding ist halt vor allem, ich bin nicht in der Kampagne. Okay. Weil ich ja halt gerade komplett außerhalb der Kampagne level und halt da gucke. Und da ist dann halt die Progress-Mechanik ja auch eine andere. Weil du dich jetzt halt hier nicht an wirklichen Leveln entlanghangelt, sondern weil hier der Punkt halt auf 4 steht und halt jetzt gerade noch auf Leveln, weil ich halt noch nicht Max-Level bin. Was ist Max-Level? 100. Okay. Aber bis 50 kriegst du die Fähigkeitspunkte. Ah. Und dann bis 100 kriegst du Paragon-Punkte. Das ist dann ein separater Baum. Okay. Sind das dann noch Skills oder sowas? Oder? Viel passive Boni vor allem. So, jetzt siehst du hier, jetzt haben wir hier ein Herz gekriegt. Herz der Irreführung. Blub, das ist brutal. Braucht also so einen blauen Slot. Da hätte ich einen von. Hier in dem Gürtel. Ring, Entschuldigung. Und Ring ist ja auch nur der Gürtel macht jetzt, der für macht jetzt halt, sehr dünne wenn Leute. Ich eine Täuschungsfähigkeit einsetze, dann hinterlassen wir eine instabile Schattenköderfalle. Aha. So, jetzt habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Repertoire keine einzige Täuschungsfähigkeit. Hm. Ach doch, die Giftfalle. Dann lohnt sich das. Dann sockeln wir das Ding einfach mal. Und jetzt halt jedes Mal, wenn ich so eine Falle mache, besteht halt eine Chance. Beziehungsweise hinterlassen wir auf jeden Fall so eine zusätzliche Falle, die halt die Gegner verschrottet. Und macht dann halt einen Schaden, wenn sie explodiert. Ah, okay. Das also ist hier, das dann Taunt oder sowas? Ja, genau. Und das hier ist jetzt halt ein normaler Edelstein. Mhm. Schick. Ah gut, cool. Mehr Content ist mehr gut. Ja, also bis jetzt, also ich sag mal so, die ist jetzt nicht falsch, was ich hier bis jetzt gesehen habe. Aber es ist jetzt auch noch nicht der Game Changer, was die Season angeht. Ne? Zumindest nicht für den Jäger auf dem Level-Path. Kann natürlich sein, dass das sich hinterher im Endgame komplett anders spielt und hier und da ein Pipapo. Mhm. Aber bis jetzt sehe ich das nicht ab. Spannende Positionierung für die Wände. Großhafter Hero der Mutter. So nennt mich mein Vater auch immer. Na, das hier. Na, hast du heute Morgen mal in den Spiegel geguckt? Nee, das vermeide ich tunlichst. Nicht, dass ich noch irgendwie zu Staub zerfalle oder sowas. Siehst du da was, wenn du in den Spiegel schaust? Kommt drauf an, ich bin recht blind, also. Okay, wieder gleiches Spiel. Na, jetzt hat er hier ein boshaftes Herz. Ich hätte dir sonst empfohlen, den Spiegel mal zu putzen oder so. Quatsch. Das heißt, jetzt können wir hier wieder in Ruhe kurz verminen. Putzen ist was für Menschen. Und du siehst halt auch, dass Herz funktioniert, ne? Wenn ich jetzt hier die Giftfalle setze, ja. Und dann lasse ich auch gleichzeitig diese Schattenfalle. Ah. Und nach ein paar Sekunden explodiert die, dann macht Schaden. Nett. Ja, nett. Blödes Timing. Ach ja, aber der Schaden stimmt ja. So ist ja nicht. Ja, ich dachte, jetzt kann man mal direkt so. Ja, deswegen habe ich auch extra versucht, mich zu beeilen. Aber ja, weil der hat sich einfach 1000 Jahre Zeit gelassen. So, jetzt haben wir hier halt einen. Was ist das? Wahrscheinlich ein boshaftes, also so ein orangefarbenes. Das wäre jetzt halt kritische Treffer machen noch zusätzlichen Blitzschaden. Schick. Also nicht ganz useless, aber ich finde halt bis jetzt auch noch nicht die Überänderung, dass ich halt jetzt anders spiele deshalb. Ich weiß halt auch gerade gar nicht, warum ich hier den Dungeon noch weiter erkunde, weil eigentlich ist der abgeschlossen, ne? Gut. Aber ja genau, voll gut.
Und solange Gegner drin sind, solange kriege ich halt Erfahrung aus dem Ding. Weil der CC ist, glaube ich, für dich schon echt wertvoll, ne? Ja, absolut. Ah, sich doch mal eins gelohnt. Schick. Boah. Nett. Ich meine, die macht auch gar nicht so wenig Schaden, die Schattenfalle, die da droppt. Aber das sollte sich schon ausgehen eigentlich. Brechgebot. Das wäre auch ein super Name für so einen Podcast-Likör. Oder für einen Podcast. Mal wieder. Das Brechgebot. Schön. Also warum man übrigens diese Dungeons eigentlich auch machen sollte, ist halt, wenn du die abschließt, du siehst halt auf der Weltkarte vorher, was das für einer ist. Aha. Und dann steht dabei hier unten, Aspekt, welchen Aspekt du als Belohnung für den ersten Abschluss kriegst. Und Aspekte sind halt Sachen, die du Legendaries einbauen kannst. Okay. Ja, und einige davon sind halt klassenspezifisch, andere sind halt für alle Klassen geeignet. Zum Beispiel der hier. Der sagt halt dann, okay, du hast dann jetzt folgenden Aspekt, wenn du einen Elite-Gegner Schaden zufügst, kriegst du eine Barriere. So. Und du hast jetzt halt einen Legendary, auf dem das nicht drauf ist, dann kannst du halt zum Schmied gehen und sagen, ich hätte aber gerne den da drauf. So, und das sind halt alle, die du halt sammeln kannst hier. Und einige davon sind halt saisonal, wie du hier siehst, und das sind halt saisonale Dinger gerade, weil das Blatt da dran ist. Und die anderen, die kriegst du halt aus den diversesten Dungeons. Und das ist halt eine Motivation, um halt die Dungeons zu machen. Ah, okay. Nebenbei die hast du dann auch quasi immer und könntest es auf jedes draufballern lassen. Genau. Das kostet halt dann wieder Geld. Ah, ja, gut. Und ein anderer Anreiz halt Dungeons zu machen, ist halt, jeder Dungeon gibt halt bei Abschluss 40 von dem Ansehen. So, das heißt natürlich, wenn jetzt irgendwie Weltstufe 3 irgendwann mal entsperrst, jeder Dungeon, den du dann schon gemacht hast, hat er dann wieder aufs Ansehenkonto eingezahlt und kommst halt schneller an die Belohnung. Ne? Nett. Und dann hast du halt noch Stützpunkte. Das sind halt so etwas längere Quest-Dinger. Wo es halt darum geht, hier irgendwie so eine kleine kurze Quest durchzuspielen und dann am Ende halt 100 Ansehen für kriegst und dann dafür halt den Bereich freischaltest hier. Jede Region hat halt 3 Stück. Und dann hast du halt noch diese Altäre von Lilith, das sind hier diese ganzen Statuen quasi auf der Map. Die sind einfach quasi Sammelobjekte, die dann halt 10 Ansehen geben und halt so ein paar zusätzliche Eigenschaften für die Realm-Charaktere, also jetzt für alle Season-Charaktere, für alle Nicht-Season-Charaktere, wenn du die halt dann baust, ne, und so weiter und so fort. Okay. Und die sind auch Season-unabhängig, also alle Lilith-Altäre, die du einsammelst, sind dann halt in jeder Season automatisch da. Das heißt, du musst jetzt nicht jedes Mal diese, weiß ich nicht, 150 Stück neu sammeln. Boah, gut. Hat in der ersten Season jetzt so semi-gut geklappt. Aber wie gesagt, ist alles noch nicht ganz flawless. Ja, schick. Ja, ich bin gerade mal geschmeidig über einen Abschnitt, wo ich 20 Meilen pro Stunde schnell fahren dürfte, mit 45 durchgebrettert. Und? Lebst du noch? Ja, es war nur ein gerader Abschnitt. Also ich weiß auch alle nicht, anderen? Die Begrenzung hatte keine streckentechnischen Grund, sondern irgendeinen anderen Grund. Okay. Das kann ich hier, ich weiß nicht welchen, ich habe das nur nicht realisiert. Dann geht's ja noch. Wenn ich das sehe, ich nee, ist das eher selten, dass Schulen direkt an Bahngleisen gebaut werden. Einfach. Dieser Schmerz! Die Höhlen brennen! Keine Sorge. Ja, das hat gut getan, offensichtlich. Der Typ muss auch nur ein bisschen los. Bruder, also der einzige muss los, meine Augen brennen. Der einzige Effekt, den ich gerade hatte, war, dass ich viel zu früh an der nächsten Haltestelle war. Ja, zu erwarten, ne? Jetzt bin ich wieder pünktlich, vorhin war ich verspätet. Eigentlich ein guter Folgentitel. Meine Augen brennen. Ay, caramba.
Che pasa, que pasa. Que pasa. Ja, nice. Unsere gemeinsame Freundin, teuerster Freund. Also ein Dieselzug fährt sich schon etwas anders. Ja. Eine Feder halten kann. Was darf es das sein? Das ist durchaus richtig. Wie sieht's eigentlich aus? Weiß man schon was über die nächste Seasons? Also ich habe mich noch nicht schlau gemacht. Ich bin halt jetzt erstmal dabei gewesen, die erste zu spielen, weil also ich hatte ja quasi erst 4 Wochen später das Spiel überhaupt gekauft nach Release. Und dann hatte ich halt die Story mit den Barbaren durchgekloppt und dann war halt jetzt irgendwie die Idee natürlich auch nochmal einen anderen Charakter auszuprobieren. Das wollte ich dann eben im Rahmen der Season machen. Dann habe ich halt gewartet, um den Jäger jetzt auszuprobieren. Ich weiß, ihr habt euer Bestes getan. Oh, okay. Also, ich habe jetzt mal eben gegoogelt, die Suchmaschine angeschmissen und scheinbar gibt es für Season 2 Termine nur Gerüchte. Ja, also wir wissen, wann Season 1 endet. Aha. Ne, und zwar irgendwann im Oktober, 17. glaube ich. Aber wann dann natürlich Season 2 rauskommt, ist nicht klar, weil das heißt ja nicht nur, weil Season 1 endet, dass dann cut genau Season 2 anfängt. Ne? Ja, vielleicht lassen sie sich ein paar Wochen oder sogar ein paar Monate halten. Ja, Monate glaube ich eher nicht, aber ich denke mal so 2, 3, 4 Wochen werden da schon zwischengehen, einfach um mal Feedback zu sammeln und Gedanken zu restrukturieren. Weil ich persönlich fände es jetzt auch nicht ganz so geil, jedes Mal, um das Ansehen zu farmen, wieder alle Nebenquests machen zu müssen, weil die werden ja nicht anders. Wäre schon ein bisschen... Also es kommt halt darauf an, wie viel es ist, ne? 250. Wer seid ihr? Na gut. Aber davon ja, davon natürlich ja auch mindestens mal 20 Emote-Quests, ne? Die müssen dabei sein. Die müssen dabei sein. Ich meine, nicht falsch verstehen, ne? Die Nebenquests erzählen schon eine vernünftige kleine Mini-Geschichte. Und viele davon sind auch ganz nett designt, aber sind halt auch nur ganz nett. So, und der Punkt ist halt, wenn ich jetzt mal überlege, in Diablo 3 läuft gerade Season 28. Wie hoch ist dann 28 Mal die Bereitschaft und der Wille, 250 nicht sich verändernde Nebenquests zu machen? Um halt wieder, ne, den gleichen Ansehensfortschritt freizuschalten. Vermutlich begrenzt. Oder auch andersrum, wie hoch ist die Bereitschaft, 28 Mal die gesamte Weltkarte aufzudecken? Ähnlich begrenzt, vermute ich. Mhm. Und da denke ich aber genauso. Ich habe echt bei solchen Art von Spielen kein Problem damit, wenn es repetitiv bleibt. Ja, weil du hast halt dadurch auch immer diesen wunderbaren Insel an Spiel, wo du einfach mal den Kopf bei auskriegst. Oder halt mal sowas wie wir gerade machen, dass du halt auch einfach mal problemlos neben dem Gameplay einfach mal quatschen kannst. Ihr quatscht gerade? Selten. Na, wir tun nur so. Was ich ja auch unter anderem an Simulatoren so schätze. Also Train-Sim und Co. sind ja bei mir auch immer Quatsch-Let's Play. Ja, weil du halt immer irgendwie mit jemandem dabei sitzt, meistens so laberst oder ich halt mir irgendein Thema vorher suche und zu dem Monolog halte. Aber das ist ja meistens nicht so, dass ich halt kommentiere, was ich gerade an der Lok bediene. Weil das ist halt, wenn du das 2, 3 Mal gesehen hast, grad weißt du halt grob, was du tust. Das wäre gerade sehr spannend, wenn ich sagen würde, A, D, A, D... Ja. Würde ich gucken. Jetzt springe ich. Würde ich zum Einschlafen gucken. Würde ich zum Einschlafen. Ja gut, ja. Wenn es eine angenehme Stimme ist, ne? Sofort. Ich habe halt hier gerade so keine andere Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu halten, als immer zwischen 2 Beschleunigungsstufen hin und her zu schalten. Ja, das sind immer die nervigsten Passagen. Hat dann auch was von ASMR, ne? Mhm. Ja. Das lege ich mir einfach mal oben auf ASM und R lege ich mir das im nächsten an. Klassenzuweisungen ASM und R. Q. Ab und zu muss ich Q drücken. Ich habe jetzt herausgefunden, dass die Sifa auf Q liegt.
Da kannst du auch die Tastenkombination BDSM nehmen. BDSM, ja, das ist was anderes. Ich erinnere mich immer daran, dass ich ja damals Führerschein Klasse SM gemacht habe. Ach so. Ja. Aber zumindest der Running Gag meines Fahrlehrers. Das wissen auch nicht so viele, das steht für Special Matti. Ne, der Punkt war halt... Nein, echt? Belle und ich haben halt damals zusammen Theoriestunden genommen beim gleichen Fahrlehrer. Und wir haben uns halt immer ein bisschen in die Köpfe gekriegt. Also so spielerisch. Belle und du oder der Fahrlehrer und du? Ja, alles. Und auf jeden Fall hatten wir dann halt irgendwann etabliert, wir machen halt Führerscheinklasse SM. Finde ich gut. Ja. Na gut, er hatte auch für Bell den Klingelton Brenn, Hexe, Brenn. Ne? Man kennt es. Ja, fand ich lustig. Also, Bell angemessen. Auch, ne? Also, nicht falsch verstehen. Wir haben da Humor an der Stelle. Was ist das? Humor, es Humor? Ist lateinisch für Körperflüssigkeit. Ah, ja, da habe ich auch ganz viel von. Läuft ab und zu mal was raus, aber man kann ja nachfüllen. Von deinem Humor, ne? Ja, also. Ja, von meinem Humor. Ja, schön. Gibt das im Supermarkt? Oder muss ich dafür in die Apotheke? Das kriegst du bestimmt beim DM. Ja, das ist gut. Kann ich das auch bei Amazon bestellen? Falls ich mal nicht raus möchte. Kannst du es dir liefern lassen? Oder du kannst Click and Collect machen. Ja, ist okay. Beim Dealer deines Vertrauens. Ja. Kann ich denn davon dabei sicher gehen, dass das auch rein ist und nicht irgendwie gestreckt oder so? Der muss mal kurz noch ein bisschen leben, falls sich einer fragt, warum ich hier von einem Goblin weglaufe. Ich muss den Cooldown überbrücken. Goblin? Hey, das fahre ich gerade. Ich würde sagen, das kommt darauf an, ob der Dealer... halt der deines Vertrauens ist. Oder ob du ihm halt nicht vertraust. Das wäre dann halt schon der Grund, würde ich sagen. Weil so eine Beziehung basiert ja auf Vertrauen. Ja, ich hatte halt schon mal so gestreckten Humor. Da waren dann halt sehr merkwürdige Witze. Also. Die Pointe hat immer sehr lange gedauert. Ja, ja. So ein T-Witz, der muss noch etwas ziehen. Vater, vergib mir. Ach Gott. Schnell, bringt es zu Ende. Besser als einer, wo die Luft raus ist, da kommt dann immer so flach. Richtig. Genug, ich bin es leid. Schwester, nein! Hat der gerade gemurmelt, ich bin es leid und hat sich dann umgedreht und weitergeschlafen 5 Minuten? Ja. Das ist mein Soulmate, glaube ich. Oh, 5 Minuten. Sala. Soll ich es eigentlich gut finden, dass auf dem Nachbargleis die Rangiersignale auf freie Fahrt stehen? Hm. Das sieht so ungesund aus für wer mich. Wer braucht schon Flankenschutz? Es sind keine 7 Gleise dazwischen, also würde ich mal sagen, die Kollision kommt gleich. Ich weiß nicht. Wie gesagt, das ist ja immer nur bei Szenarien, die ich erstellt habe. Vielleicht mache ich da was falsch. Ihr es einem Außenstehenden, sollte ich auf diesem schrecklichen Scheiterhaufen enden. Ich war... Aber bitte, Schwester Octavia, gebt besser auf euch ein. So, hier sind jetzt 55 Meilen pro Stunde erlaubt. Ich glaube, jetzt schaffe ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob der Zug so schnell fahren kann. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich das schaffe bis zum... nächsten Schild auf dem 40 steht. Zeit ist rauszufinden, ne? Danke. Naja, ich stehe schon voll im Gas. Ja, danke. Was ist? Nein, ich möchte. Manche stehen voll im Gas, andere voll im Saft. Ach, Prava kann sich ficken. Scheiß Oberrinder.
Wer das selber nein, kann, ja, Respekt. Ich habe gerade die 40 erreicht, während ich an dem 40-Schild vorbeifahre. Ja, würde ich sagen, Lappen. Ja. So. Wir haben schon 23 von 35 Quests abgeschlossen hier in den zersplitterten Gipfeln. Ist halt nicht toll. Wundertoll. Ja, das ist nicht wunderherrlich. Toll. Ich gebe euch recht. Beruhigt euch. Na gut. Aber nur, weil du mich so lieb gebeten hast. Weil ich jetzt gerade was als nächstes machen. Also wirklich, also wir müssen jetzt halt irgendwie leveln. Ne? Das ist klar. Das heißt, du wirklich. Ja, großartig um die Dungeons kommen wir jetzt gar nicht rum, ne? Dann würde ich auch sagen, suchen wir uns jetzt mal so ein paar Dungeons, die halt für Jäger auch Affix zu bringen. Nur Jäger. Hier, guck mal, das Bollwerk von Korvalar. Da sehe ich uns doch. Boah, wundertoll. Wie lange ist die Folge schon? 36 Minuten. Okay. Bin auch tatsächlich gerade am überlegen, ob wir, bevor wir da reingehen, quasi in den Cut setzen, weil ich möchte die eigentlich... Weil ich weiß halt nicht, was passiert, wenn ich in einem Dungeon bin und Diablo raustabbe, also rausgehe ins Hauptmenü, ob dann ich wieder den Dungeon von vorne starte, weil das ja alles online ist und nicht gesynkt. Ey. Ich würde jetzt fast sagen, probier es aus, aber ich muss mies scheißen gehen, von daher probier es mal anders aus. Easy. wenn ich den Folgentitel nicht schon hätte, ne? Ich muss mies scheißen gehen. Hätte ich ihn jetzt. In dem Sinne, bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Bis dann, ihr Schokoschnitten. Ciao, ciao.